So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Mistralia. Heute mal ganz frisch, früh am Morgen. Das hat sich gerade angeboten und ich dachte mir, warum nicht um 12 Uhr? Also, ja, das war jetzt wieder peinlich in mehreren Hinsichten, aber okay. Auf jeden Fall, wir starten erstmal kurz auf dem Bildposter. Und Ryzen hat mir sein altes Set geschickt für 2 Perien. Ich bin gerade am Überlegen. Das Ding ist, wir hatten eigentlich so diese geniale Idee, scheiß auf das Set, wir brauchen es eigentlich gar nicht. Denn das Roadie-Set, das normale Roadie-Set, in Verbindung mit dem Kratos-Zeugs hier, ist ja eigentlich besser. Wisst ihr? Beziehungsweise, was heißt besser? Wir haben halt, also wir verlieren halt, glaube ich, 15% Attack. Dafür haben wir 30% mehr Crit-Schaden. Naja, gut, aber andererseits 15% Attack für 30% Crit. Ich weiß es halt nicht. Also ich meine, wenn ich es halt nicht mehr farmen muss, ist natürlich schon geil. Also wir nehmen es erstmal kurz raus aus der Bank hier. Die Erweckungen sind... Ja, das Problem ist, es ist halt das plus 6 nur. Das heißt, wir haben halt letztens schon sehr viel fürs Abmachen ausgegeben. Okay, der Helm ist gut. Mal schauen, was die Suit drauf hat. Die Suit ist auch okay, bis gut, würde ich mal sagen. Da ist noch ein Schild dabei. 17 STR, 5% Crit-Schaden. Gut, das Ding ist wieder nicht mehr so gut. Boah. Was machen wir denn? Was machen wir? Also wir haben hier, nochmal kurz durchschauen, wir haben hier 4 Teile, also dann 5 Teile, 5 von 7, 6 von 7, 7. Wait, nee, 5 von 7 haben wir schon. 6 von 7 mit einem Schild und 7 von 7, 7 von 11 hätten wir dann theoretisch mit dem letzten Teil dann. Crit-Rate haben wir halt hier. Also Crit-Rate ist schon mal nicht gut. Speed haben wir auch schon effektiv. Es sind halt wirklich nur 15% Attack. Und halt gegebenenfalls die EXP. Ja, aber... Ja, schade für die EXP. Boah, das ist echt eine ganz schwierige Sache. Also ich weiß es nicht, ob das halt wirklich wert ist. Ich tendiere jetzt mal dazu, zu sagen... Nee, eigentlich. Boah. 15% Attack oder halt nicht. Ich meine, mit dem Set hat echt noch sehr viel zu machen, leider. Das muss man halt dazu sagen. Das heißt, ich stecke noch locker 5 Perien oder mehr rein. Also ich glaube, ich mache es mal so, ich nehme das Set an. Das Problem ist gerade nur, ich habe nur 1 Perien, also 1,5 Perien. Also Raze, wenn du gerade zuschaust, du kriegst dein Geld auf jeden Fall. Ich muss nur erst wieder Geld verdienen. Und genau, das andere sind gerade Job-Items. Die muss ich erst wieder einstellen. Und genau. So, dann gehen wir mal auf unseren Tango-Lup. Ich will auf den ganz kurz aber noch ein paar Power-Ups rüber handeln. Ich habe schon einige rübergehandelt. Und genau, gibt es noch mehr, die man rüber handeln kann. So, einmal so. Dann haben wir einmal das. Dann. Ja. Einmal kommen wir da drüber. So. Was brauchen wir denn noch? Ah, scheiß drauf. Das passt so, glaube ich. Okay. So, dann ab nach Astria. Dann muss ich allerdings mich hier erstmal orientieren. Mein Gott. Oh, mein Legion brauche ich ja noch. Stimmt. Na komm, follow einmal. Dann noch kurz den Leecher holen. Das Fenster kommt darüber. Ich denke, es gibt irgendein zweites Game, wo man so viele Charaktere braucht. Ich glaube nicht, oder? Also was heißt braucht? Ich meine, wir machen es halt freiwillig effektiv.
Ich meine, klar, keiner sagt so, yo, du brauchst jetzt hier 500.000 Charaktere. Aber, ja gut, gewissermaßen, ja, so 50-50 halt. Partyfinder. Mit Luftballons, okay, das ist cool. Zulon ist auf Level. Ideal. Und keine Partypunkte mehr. 3 von 5 von 8. Oh Gott, Ricardo Lang, Hilfe. Will ich da rein? Da kann ich Skulls an. Perfekt. 7 von 8. Junge, warum haben die Party auf Level? Was ist los bei denen? Ach, come on. Warum heißt der? Ach Gott. Wir blamieren uns nur ein bisschen so. Nur minimal. So, Partyfinder. Ich sag jetzt nicht, dass du AFK bist oder so, Mann. Come on. Mach jetzt nicht sowas. Wobei, mit Waggy Leecher braucht man die Party. Boah. Boah, ich weiß das gar nicht. Braucht man die Party auf. Ich weiß es echt nicht. Braucht man die Party auf Schaden, wenn man einen Waggy Leecher hat? Kann das sein? Kann das auch nicht sein? Keine Ahnung. Boah, wenn ich jetzt noch wüsste, was wir letztens für einen Mob bekommen haben. Hä? Gar kein XP? What? Okay, doch XP. 2%. Das fühlt sich nicht richtig an irgendwie. Das fühlt sich halt echt nicht richtig an. Hä? Jetzt? Okay, super. Treasure Hunter, Learning Boost, Lucky Drop, Link Attack. Okay, das ist alles, was wir brauchen. Super, perfekt. Wir haben jetzt letztens ein Pet gemacht hier. Mein Gott, ey. Okay, jetzt killen wir erstmal kurz die. Pet. Meine Güte. Habe ich letztens nicht irgendwie die Sachen angesammelt? Also ich weiß, der Ringmaster hat ein Pet. Dann sammelt einfach der Ringmaster an. Ah, genau. Immer schön alles einsammeln. Super. Ideal. So, Alter, wir machen einfach 9,3 KOE Damage. Das ist ja übel. Gut, die XP sind jetzt aber mittelmäßig at its best, würde ich jetzt mal sagen. Ah, so. Eher mittelmäßig eigentlich. Naja. Ich meine, gut, wir kriegen eh schon keinen Schaden mehr. Das heißt, wir könnten eigentlich auch weitergehen zu den nächsten Mobs. Und ja. Aber egal. Ich meine, ein halbes Level pro AOE ist auch okay. Das waren halt nicht viele Mobs. Ja, genau. Das passt schon. 86%, ja. Geht klar. Genau, Set habe ich jetzt aktuell noch keins. Ich meine, ich könnte da eins craften mit einem Bildposter wieder. Ich weiß es aber nicht genau, ob ich das will. Also ich meine, das 105er Set müssen wir halt farmen. Und ich weiß nicht, ob ich halt ein extra Set nochmal brauche zwischendrin. Ich glaube halt irgendwie eher nicht, oder? Ringmaster sammelt keine Questies ein. Perfekt. Warum sammelt er keine Questies ein, wenn ich es ausgemacht habe? Super. Okay, Level Up, Level 69. Okay, Auto-Statting haben wir drin. Ach, und weil die Dinge noch protected waren. Nein. Okay, dann müsste man einen kurzen Moment warten einfach.
Genau. Naja, egal. Ich könnte mal ein Licht anmachen. Boah, ist einfach so dunkel heute. Jeden Tag hatten wir jetzt irgendwie draußen so. Naja, so, es war nicht wirklich heiß bei uns oder so. Es war mehr so. Ja, es war immer so schwül warm irgendwie. Also, wir haben halt ständig Regen. Und dann wird es trotzdem so 20, 25 Grad warm. Und das ist halt immer so unangenehm schwül dann. Das ist echt. Es fühlt sich halt einfach wärmer an, als es wirklich ist dann. Ist man hier einen Schaden? Nicht viel. 16 KP, das hat voll entspannt eigentlich. Gibt es da irgendeinen Pulling Skill oder so? Glaub nicht. Oh, Pain Reflection, nice. So, was bringst du? 20% Reflect. Okay, ein bisschen weniger als im Offi, aber immer noch ausreichend viel eigentlich. So, genau. Also mit dem Pets, ja, es ist echt eine blöde Situation. Es gibt halt diese Summer Rewards, immer diesen Sommerkalender. Problem ist halt nur, ja, es ist ein bisschen blöd. Man muss halt dann ein bestimmtes Level haben, was halt echt ungünstig ist. Und momentan bräuchten wir halt Level 100, was halt echt problematisch ist. Da gab es gerade ein Pet für heute, aber ich komme halt nicht so schnell auf Level 100 wahrscheinlich. Das heißt, ja, blöd. Ich weiß gar nicht mehr, droppt man eigentlich die Set-Teile jetzt hier auch? Sind das Set-Teile, die hier droppen, oder nur NPC-Sachen? Ich weiß es nicht mehr. Alle 5 Minuten einmal heilen, perfekt. Ah yo, die Party war noch nicht mal voll, deswegen haben wir noch nicht mal die vollen XP und Schaden bekommen. Oh lol. Ja, voll nice. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt muss ich ganz kurz eine SMS schreiben. Sorry dafür. So, gut. Alles erledigt. 50% Level 71. Okay, also ich habe schon so ein bisschen insgeheim gehofft, dass wir halt irgendwie so in Richtung. Ja, halt vielleicht ein Level ab. Halt Level 100 heute schaffen könnten, eventuell. Aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken, das halt nicht eintreten wird. Das klappt, glaube ich, nicht. Leider. Nee, das haut nicht hin. Das werden wir nicht schaffen, leider. Genau, also vielleicht kriegen wir halt zumindest halt genug Geld zusammen, damit ich das dann zurückzahlen kann, diese 2 Perien. Ich denke mal, das ist machbar. Na gut, wenn man ein bisschen größere AOEs macht, dann sieht das schon um einiges besser aus. Habe ich irgendwelche anderen Skills aktiviert? Party Power oder was weiß ich gerade? Denkt sich, oh, da levelt ihr mit die Party, dann kriegen wir Skillpunkte. Also Partypunkte. Okay, 3% pro Mob, wenn es gerade nur einer war. Das ist gut. Das ist sehr gut, würde ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal. HP. Ich weiß nicht, warum unsere HP irgendwie so langsam steigen. Das ist echt. Das Ding bringt 500 HP und 15 STA. Ich meine, okay, wir haben keinen Schmuck und wir haben keinen Umhang und wir haben kein gar nichts. Wir sind halt komplett clean und alles, aber. Irgendwie? So wirklich steigen tun unsere HP jetzt irgendwie nicht? Ich meine halt so ein halbes, also 400 HP pro Level, das ist halt irgendwie echt wenig. Hm.
Also so wirklich arg HP kriegt der Knight hier nicht zusammen, gefühlt. Ich meine, gut, wir sind jetzt Level 73, wir haben 17k HP. Aber naja, nee, es ist halt echt nicht viel. Ich meine, wir haben immer noch Love Chocolate an. Gut, Fiete haben wir jetzt nicht an. Ja, uns fehlen halt ein paar Power-Ups und so, aber. Ja, nee. Also so wirklich strong fühle ich mich jetzt irgendwie nicht gerade so als Knight. Ich meine, unsere Death und so ist halt okay und so wir kriegen schon ein bisschen was zusammen, aber ja gut, klar, natürlich, wir haben jetzt auch, gut, hier haben wir 54 HP drauf, was auch nochmal krass viel ist eigentlich. Aber ansonsten natürlich jetzt keine STA-Wakes. Gut, ja doch, die Axt hat 13 STA. Ja. Weiß nicht, es ist so mittelmäßig irgendwie. Es ist nicht so. Also ich habe jetzt so erwartet, wir würden jetzt vielleicht schon so 20, gute 20k, 22k HP haben. Aber das ist nicht der Fall. Gut, wir kriegen natürlich noch die andere Axt dann. Da versprechen wir relativ viel davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird definitiv geil. Allein schon mal die Def nochmal, Alter, 800 Attack, Mann. 800 Attack. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die LG-Axt hier, die kann ich mir eigentlich schenken. Die ist eigentlich. Ja, nee, die hat nicht mal die Hälfte der Attack. Das ist ja gar nichts. Genau, immerhin fast 18 kp. Ja, ich glaube, uns fehlen einfach noch ein bisschen die Level. Und die machen wir gerade erst noch. Fast ein Mio pro AOE. Das geht eigentlich. Ja, ich weiß, ich komme jetzt auf meinen 2. Ah, ich habe schon mehr weg gehabt. Warum hat er nicht gesehen? Oh, fuck. War super, war eine gute Entscheidung. Heute ist ein guter Tag zum Erwecken. Heute ist ein super guter Tag zum Erwecken. 15 STA. GG. Aber ich muss echt sagen, ich bin krass verwundert, wie stark das dieses AOE hier irgendwie ist. Alter, wir machen 9k Damage mit dem Ding. Das ist ja mehr als. Also gut, natürlich jetzt Skillschaden kann man nie mit Hitschaden vergleichen. Aber ja, gut, ich meine mit 74. Natürlich habe ich mit einem Bildposter da gelevelt und so. Und also unser AOE-Damage war, glaube ich, viel niedriger. Was haben wir gehabt? 5, 6k oder so, wenn überhaupt. Wenn es hochkommt. So, und jetzt schauen wir, was wir jetzt in Schaden machen werden. Oh, jetzt wird es witzig. So, 2,9k Attack auf 4,6k Attack. Das Ding ist nicht mal soulbound, wir können es sogar verkaufen. Lol. Das wusste ich nicht. Wow, okay, 12k Damage. 14k Kit gerade eben. What the fuck? Okay, das ist eine heftige Sache. Alter, die Attack, Junge. What the fuck? Was ist denn hier los? 12k. Also 12k Damage und 4,7k Attack. Ich meine, klar, wir haben ja scheiße viel STR drauf erweckt und alles, aber. What the fuck? Ah ja, und natürlich, wir haben ja noch. Wir haben noch Ding. Wir haben hier noch. Critical Skill Damage und so. Ja. Okay. Ja, gut, die kommen eh nicht mehr zum Sammeln. Ich brauche halt noch irgendwie AOE machen. Was haben wir jetzt in Death? 1700 Death? Okay, das ist halt verrückt. Das ist halt wirklich verrückt. Oh, das sind Anfänger. Soll ich mal kurz buffen? F7, F8, F9. Und weiter geht's. Schreibt sogar Deutsch. Leecher sind immer langsam. Das ist echt nervig. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was wir hier noch machen. Oder was die uns machen dann. Alter.
Jo, alles klar. Bei 9 Level drüber.